Die Fenerbahce Gang Kill for You wird Danny dorthin begleiten. Sie ist bekannt für ihre Lichtspektakel. Aber leider auch für ihre Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ich bin auf dem Weg zu den Jungs von Kill for You. Mal sehen, was sie über die große Rivalität zu Galatasaray erzählen werden. Und über die türkische Art, die Dinge zu regeln. Zwei von den Anführern von Kill for You waren bereit, mich an einem geheimen Ort zu treffen. Lasst euch von ihrem Look und den schicken Klamotten nicht täuschen. Diese Gang hat eine ziemlich brutale Vergangenheit. Das ist das erste Mal überhaupt, dass ein Mitglied der Gang mit den Medien spricht. Unser erstes Thema war natürlich der Feind, Galatasaray. Of course we hate Galatasaray. Natürlich hassen wir Galatasaray. Aber ehrlich gesagt, ist meine Liebe zu Fenerbahce größer als mein Hass auf Galatasaray. Aber natürlich hassen wir die. Es ist meiner Meinung nach eines der größten Derbys der Welt. Unser größter Rivale. Die Rivalität ist so extrem, dass sie beim Derby einmal sogar ihre Freunde angegriffen haben. Okay, vor 10 Jahren waren einmal gute Freunde, die ich von der Uni kannte, im Stadion. Galatasaray-Fans. Das Stadion war in zwei Lager geteilt und ich konnte sie genau sehen. Dann habe ich eine dieser Leuchtkugeln gezündet und sie direkt auf meine Freunde geworfen. Ich hätte sie verbrennen können. Sie hätten ein Auge verlieren können. Aber darüber habe ich damals nicht nachgedacht. In diesen Augenblicken bekommt man einfach keinen Sauerstoff ins Gehirn. Unvorstellbar. Gewalt unter Freunden. Aber manche Kämpfe dieser großen Rivalen grenzten schon fast an kriegsähnliche Zustände. Ganze Nächte lang kämpften wir mit den Galatasaray-Fans oder mit der Polizei. Viele Menschen wurden verletzt, manche sogar getötet. Dabei geht die Gefahr häufig von den verschiedensten Wurfgeschossen aus. Wenn dann irgendwelche Randalierer mit so zerschlagenen Dachpfannen die Steinbrocken ins Stadion hineinwerfen, dann gibt es schon entsprechende Körperverletzungen. In dieser Saison gab es zwei große Kämpfe in unserem Revier. Die Polizei benutzte Tränengas. Aber auch schlimmere Verletzungen blieben für die Gang Kill for You nicht aus. Klar hatte ich ein paar Verletzungen. Ich habe Steine auf den Kopf gekriegt. Das kommt hier häufig vor. 2001 bei unserem entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen Samsunspor haben sie eine Menge Steine auf uns geworfen. Einer hat einen kompletten Sitz rausgerissen und nach mir geschmissen. Ich hatte eine riesen Platzwunde. Aber es wurden auf beiden Seiten so viele verletzt, dass sie keinen Faden mehr hatten, als ich genäht werden sollte. Der Arzt sagte, sorry, ich habe weder Nadel noch einen Faden für Sie. Ich musste mir das Spiel also so ansehen, mit meinem Kopf halb offen. Wir schauten das Spiel, wurden Meister. Und ich bin dann so nach Istanbul zurück. Dort wurde ich genäht und konnte weiter feiern. Volkan wurde verletzt, als er vor Jahren einmal versuchte, den Ex-Liverpool-Spieler Graeme Souness zu attackieren, als der noch Trainer von Galatasaray war. 1996 hat Souness in unserem Stadion eine Galatasaray-Fahne gehisst. Souness war von den Fenerbahce-Fans beleidigt worden. Und als Galatasaray das Spiel gewonnen hatte, rannte er aufs Feld und rammte eine Fahne in den Mittelkreis. Die Fenerbahce-Fans sind ausgerastet. Ich habe versucht, zur Fahne zu rennen und sie rauszureißen. Aber plötzlich hat mich ein großer Polizeihund, wie heißt das? Gebissen. Er hat dich gebissen. Ja, er hat mich gebissen. Ich bin richtig wütend geworden und habe laut geschrien. Daraufhin hat mich die Polizei mit dem Knüppel verprügelt. Souness hatte den Fanatismus unterschätzt und sich in Lebensgefahr gebracht. Das war sehr dumm von ihm. Was hat er sich dabei gedacht? Er musste wirklich um sein Leben rennen. Wir möchten Souness sehr gern wieder treffen. Am liebsten in unserem Stadion. Definitiv. Wir sehen uns. Er hat einen großen Fehler gemacht.
Sunes hat Galatasaray noch in derselben Saison verlassen. Doch die Fenerbahce-Fans wollten Revanche. Zwei Jahre später, oder vier, kam dann Rambos Stunde. Der Kerl ist wirklich verrückt. Sein Spitzname ist Rambo. Rambo! 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 Er ist verrückt. Das hat er sogar schriftlich vom Arzt. Im Namen Gottes, mich kann keiner aufhalten. Für die Fenerbahce-Fans ist Rambo ein Held. Auch er war wütend über die Sache mit der Fahne und in der Nacht vor dem Saisoneröffnungsspiel von Galatasaray ist er ins Stadion eingebrochen. Bewaffnet mit einer Fenerbahce-Fahne und einem riesigen Kebabmesser versteckte er sich hinter den Werbebanden. Kurz vor dem Anstoß hat er dann mit dem Messer die Bande zerschnitten, ist rausgesprungen und aufs Spielfeld gerannt. Mit seinem Messer hat er sich die Spieler und den Schiedsrichter vom Leib gehalten. Dann hat er im Mittelkreis die Fahne gehisst und sie mit dem Messer verteidigt. Rambo ist ein gutes Beispiel dafür, wann der Fanatismus einfach zu weit geht. Alles, was ich will, ist, dass die hinter meinem Rücken schlecht über Fenerbahce reden, endlich Ruhe geben. Dann werde ich ihnen auch nichts antun. Verstehst du das? Man sollte fanatischen Fußballfans einfach keine Messer geben. Das verträgt sich nicht. Die Messer gehören zur türkischen Kultur. Nicht nur im Fußball. Männer kämpfen miteinander. Und manchmal lassen sie die Waffen sprechen. Danny Dyer fährt in die Provinz nach Karşıyaka. In den unteren Ligen ist die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans angeblich noch viel direkter. Bei Karşıyaka's Gang Kari sind Respekt und Macht alles. Ihr letzter Kampf gegen ihre gelb-roten Rivalen aus Göztepe wurde zur Tragödie. Ein Mann wurde erstochen, 50 weitere verletzt. Alle trinken, haben Messer dabei. Und wenn wir jemanden in Gelb und Rot sehen, greifen wir an. Die Anführer der Gang aus Karşıyaka sind Figuren wie Mafia-Paten. Sie beschützen uns vor der Polizei und vor unseren Gegnern. Es ist wieder Respekt zu Mutter oder Vater. Wobei, ich höre nicht auf meine Eltern. Ich höre auf meine Anführer. Der Einfluss der Gang reicht bis aufs Spielfeld. Von einem der Anführer wird die Mannschaft in die Kurve gebracht, um den Fans ihren Respekt zu erweisen. Betrachtet man die Loyalität und die Macht, die die Gang ihren Mitgliedern gibt, wird einem klar, wie schwer es ist, sie zu stoppen. Sie geben uns Macht, wie ein großer General im Krieg. Weiter unterwegs in Istanbul mit Schauspieler Danny Dyer, dem Hauptdarsteller des Hooligan-Films Football Factory. Auf dem Weg zu dem Ort, an dem im April 2000 englische Leeds-Fans und Galatasaray-Anhänger tragisch aufeinandertrafen. Es geschah am berühmten Taksim-Platz, im Herzen des westlichen Istanbul. Dieser Platz vereint beide Gesichter des türkischen Fußballs. Zunächst natürlich das wachsende Ansehen der türkischen Spielkultur in der Fußballwelt, aber eben auch die große Gewalttätigkeit der Fans. So wurde hier 2002 die türkische Mannschaft gefeiert, als man sensationell das WM-Halbfinale erreicht hatte. Aber im Jahr 2000 war es eben genau hier, als zwei Leeds-Fans erstochen wurden. Thank you.